Meine Damen und Herren, ich rufe auf. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 85, Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Betreuungsgeld vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert, Mittel für die Qualitätsverbesserung in Kindertagesstätten einsetzen. Das ist die Drucksache 19-2275. Zusammen mit dem Top 91, dem Dringlichen Antrag der Entschließungsantrag der LINKEN betreffend qualitativer und quantitativer Ausbau der Kindertagesstätten statt Betreuungsgeld, Drucksache 19-2297, und dem Dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Betreuungsgeld, Drucksache 19-2299. Das Wort hat zunächst Herr Kollege Merz für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! And now for something completely different, sozusagen, obwohl auch das Thema Betreuungsgeld einer der Dauerbrenner in den parlamentarischen Debatten ist. Auch diese Angelegenheit nähert sich einem Ende, aber man weiß noch nicht so genau, wie dieses Ende aussieht, zumindest in Hessen. Wir haben eine Situation, dass am Dienstag nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein heftiger Twitter-Sturm, naja, Sturm nicht gerade, aber ziemlich viele Twitter-Meldungen zwischen Grünen und anderen oder zwischen verschiedenen Grünen hin und her gegangen sind. Ich habe gelesen, dass die familienpolitische Sprecherin der Grünen darum gebeten hat, die Haltung der hessischen Grünen oder der hessischen schwarz-grünen Landesregierung klarzustellen. Der Kollege Wagner hat zurückgetwittert, man arbeitet daran. Das Ergebnis dieses Arbeitens liegt in Form, wir arbeiten daran. Wir arbeiten daran, das klarzustellen. Und das Ergebnis dieser Klarstellungsbemühungen liegt jetzt in Form dieses Antrags vor uns. Und das muss ich sagen, das ist bei den Bemühungen an Klarstellung wirklich eine beeindruckende Leistung. Das Einzige, liebe Kolleginnen und Kollegen, was nach diesem Antrag klar ist, ist, dass Sie sich einig darüber sind, dass Sie sich nicht einig sind. Sie wollen in Punkt 1, dass der Hessische Landtag die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Betreuungsgeld zur Kenntnis nimmt. Ich sage Ihnen, wir nehmen diese Entscheidung nicht nur zur Kenntnis, wir nehmen sie mit Genugtuung zur Kenntnis, und zwar nicht nur, weil dadurch klargestellt ist, wer die Gesetzgebungskompetenz hat, sondern weil damit dieses Betreuungsgeld, das Familien-, Frauen- und bildungspolitisch von Anfang an falsch war, das falsch bleibt und das falsch ist, weil dieses Betreuungsgeld hiermit hinfällig geworden ist. Sie, meine Damen und Herren, von der CDU insbesondere, haben uns über die ganzen Jahre hinweg glauben machen wollen, das tun Sie offensichtlich immer noch, es ginge in dieser Debatte um das Betreuungsgeld, um Wahlfreiheit. Das ist nun eine der großen Mystifizierungen dieser Debatte, weil natürlich niemand, der gegen das Betreuungsgeld ist, und warum man das sein muss, dazu komme ich gleich, niemand das Wahlrecht von Familien infrage stellt, niemand Familien verpflichten will, ihre Kinder in eine Betreuungseinrichtung zu geben, sondern sie stattdessen zu Hause zu betreuen. Niemand stellt dieses Wahlrecht infrage. Das habe ich an diesem Pult mehr als einmal gesagt. Und es ist auch blühender Unsinn, und es ist auch eine, das will ich an dieser Stelle noch einmal nachholen, weil das in der Debatte nie so richtig herausgekommen ist. Ich halte es für weder sachlich richtig noch für fair gegenüber denjenigen, die Kindertagesstätten betreiben, in diesem Kontext von einer Verstaatlichung von Kindheit zu sprechen, wie ich das heute Morgen wieder von der stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden Frau Klöckner gehört habe. Wir haben eine Situation, dass der Staat überhaupt keine Kinderbetreuungseinrichtungen betreibt, sondern wer sie betreibt, das sind die Kommunen und zur überwiegenden Zahl eine breite Pluralität von freien Trägern in diesem Lande. Und hier sozusagen zu argumentieren, hier fände sozusagen eine Verstaatlichung von Kindheit und geradezu eine, das tun Sie die ganze Zeit. Das tut Ihre Partei, Herr Boddenberg, die ganze Zeit. Und ich nehme die Gelegenheit und ich nehme mir das Recht, das an diesem Pult einmal zu sagen und hart zu stellen. Meine Damen und Herren, darum geht es nicht. Worum es geht, ist,
dass solange wir noch einen Platz zu schaffen haben in Kinderbetreuungseinrichtungen, solange es noch nicht genügend Ganztagsplätze gibt, solange wir uns über die Frage der Inklusion in Kindertagesstätten, über die wir gestern gesprochen haben, nach wie vor streiten müssen, solange wir uns darüber streiten müssen, ob wir gesetzlich Standards für die Inklusion von Kindern in Kindertagesstätten einführen müssen, solange wir keine vernünftigen, flexiblen Öffnungszeiten haben, solange die Betreuungsstandards, die Betreuungsschlüssel in Deutschland nach wie vor den europäischen, insbesondere den skandinavischen Standards hinterherhinken, solange uns jede Qualitätsuntersuchung bescheinigt, letztens auch bestätigt in der Enquetekommission des Hessischen Landtags, dass unsere Einrichtungen im internationalen Vergleich bestenfalls mittelmäßig sind, dass sie insbesondere im Bereich der Betreuung und der Fürsorge eher schlecht sind. Solange das alles so ist, bleibt das Betreuungsgeld eine eklatant falsche politische Prioritätensetzung. Und deswegen erwarten wir von der Bundesregierung aus CDU und SPD und nicht nur, ja, Sie sind doch mit dabei. Sie sind doch mit dabei. Deswegen erwarten wir von der Bundesregierung, dass diese Mittel jetzt für die Verbesserung der Qualität in unseren Einrichtungen zur Verfügung stellt. Und das erwarten wir von der Landesregierung eine Klarstellung, wo die Reise in diesem Land hingeht, ob der Seehofer Weg gegangen wird oder ob hier ein hessischer Weg der Vernunft gegangen wird. Und der kann nur heißen Verbesserung der Qualität in den Einrichtungen. Meine Damen und Herren, das Publikum ist nicht verpflichtet, sozusagen auch lautstärkemäßig quantitativ dem Redner zu antworten. Der Redner hat eine Freiheit zu reden, wie er will, und das Publikum muss es ertragen und sich darüber freuen. Bitte auch mehr Gelassenheit und ein mehr an Ruhe im Saal. Das Wort hat Frau Kollegin Schott. Wissen Sie, Sie können ja fortgesetzt versuchen, mich zu beleidigen, während ich hierher gehe, aber das prallt gewiss an mir ab. Herr Präsident, meine Damen und Herren, eigentlich finde ich es ziemlich traurig, dass wir hier heute überhaupt über dieses Thema reden müssen, weil eigentlich müsste es völlig klar sein, dass Sie auf das hören, was Ihnen die Menschen im Land sagen, Gewerkschafter, Wissenschaftler, Arbeitgeber, Sozial- und Familienverbände, alle unisono sind froh, dass das Betreuungsgeld weg ist. Alle unisono haben schon in der Einführung des Betreuungsgeldes gesagt, es ist völlig falsch. Alle unisono haben das gesagt. Es ist trotzdem gemacht worden. Und ich bin davon ausgegangen, dass wir hier in diesem Haus im Grunde genommen auch wissen, warum. Weil es eine CSU in diesem Land gibt und weil die es dringend brauchte. So, dass, wenn es jetzt weg ist, wir hier zwischen allen Zeilen, die man lesen und hören kann in diesem Land, signalisiert kriegen, dass wir eine CDU haben, die dieses Land regiert, die durchaus willens sein könnte, das Betreuungsgeld hier in diesem Land wieder einzuführen. Das finde ich wirklich beängstigend. Beängstigend. Das Ministerbüro verkündet, dass es die Entscheidung bedauert. Es verkündet, dass die Wahlfreiheit jetzt dadurch nicht mehr so gegeben sei wie vorher. Bitte, wo ist denn die Wahlfreiheit? Eine arme Familie kann sich überlegen, ob sie 150 € mehr hat oder möglicherweise die Kosten für eine Kita-Betreuung aufgibt. Ja, das wird sie dann entsprechend vielleicht aus monetären Gründen so machen und dem Kind eben nicht die bestmögliche Bildungschance zur Verfügung stellen, die es haben könnte. Und das genau ist das, worum es hier geht, wenn wir doch gucken wollen, wie denn die bestmögliche ist. Wer immer sein Kind zu Hause betreuen möchte, möge das tun. Niemand, und da schließe ich mich den Worten deines Vorredners an, niemand hat da was dagegen. Aber 150 € befähigen keine Familie davon, ihren Lebensunterhalt so zu bestreiten, dass sie auf ein Einkommen verzichten können, wenn sie darauf angewiesen ist, dieses Einkommen zu haben. Das wird dieser Familie nicht wirklich weiterhelfen. Stattdessen fehlt dieses Geld in der Summe aber dem Ausbau der Kindertagesstätten, und da brauchen wir es dringend und notwendig.
Und wenn wir dann einen Antrag vorgelegt bekommen, in dem in den Bereich Familie- und Kinderbetreuung formuliert wird, dann ist das so uneindeutig, wie es nur uneindeutig sein kann. Und ich hätte mir gewünscht, dass Sie hier klar und deutlich sagen, wir wollen, dass die Bundesregierung das Geld eins zu eins an die Länder weitergibt. Das würde dem entsprechen, was das Verfassungsgericht gesagt hat. Es ist Ländersache. Dann muss das Land das Geld haben. Und dann kann das Land das Geld nehmen und damit die Kinderbetreuung besser ausstatten, und zwar die in den Kitas und keine andere. Aber die Signale, die hier kommen, einschließlich der Bemerkungen in den Reden und der Zwischenrufe, einschließlich der Presseveröffentlichungen, diesen Antrags gibt ein Signal ins Land, von dem ich denke, dass er sehr bedenklich ist. Und natürlich haben wir noch kein Geld. Der erste Job ist mal zu gucken, dass das Geld eins zu eins in die Länder kommt. Das ist richtig. Da sind wir auch vollkommen bei Ihnen. Der zweite Job ist aber dann dafür zu gucken, dass es hier in diesem Land in der Kinderbetreuung in den Kitas ankommt und dass es nicht irgendwo in privaten Haushalten ankommt, wo man überhaupt nicht weiß, kommt es dem Kind zunutze, hilft es an der Stelle der Familie wirklich, bessere Bildung zu gewährleisten, oder sorgt es einfach nur dafür, dass die Existenz dieser Familie ein kleines bisschen besser ist, aber nicht ausreicht. Wir wollen gute Kinderbetreuung in guten Kitas. Das wollen die Menschen in diesem Land. Alle, die sich dazu geäußert haben, haben sich genauso geäußert. Und da sollten Sie einfach einmal hinhören. Und der Arbeitgeberverband ist sicherlich nicht die Organisation, die der Linken am nächsten steht. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abg. Rock für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein Vertreter der Freien Demokraten hier im Hessischen Landtag darüber freut, dass eine Initiative, die einmal eine Bundesregierung, an der die Freien Demokraten beteiligt waren, zurückpfeift. Ich muss Ihnen klar sagen, wir freuen uns heute darüber, dass diese Initiative vor Gericht gescheitert ist, und das ist gut so. Mir geht es nicht darum, ob eine Familie, die ihre Kinder zu Hause erzieht, 100, 150, 200, 500 € mehr oder weniger vom Staat bekommt. Und mir gefällt das auch nicht, die Debatte, wie sie geführt worden ist. Ich habe erlebt, wie die Debatte geführt worden ist, wie sie unter Familien geführt worden ist. Und das wurde von der Politik vorsätzlich angeheizt, dass diese Politik, dass die Debatte so geführt worden ist, dass man gesagt hat, wer ist ein guter Vater, wer ist eine gute Mutter, wer ist ein schlechter Vater, wer ist eine schlechte Mutter. Und das wird anhand von Geld festgelegt. Und diese Debatte wird in einer Art und Weise öffentlich geführt, wie man es den Familien in Deutschland nicht zumuten sollte. Ich möchte ausdrücklich an der Stelle sagen, ich habe größten Respekt vor den Frauen oder von den Männern, die zu Hause sind und sagen, ich werde eben in diesem Familienmodell mein Kind großziehen, ich werde es nicht in eine staatliche Einrichtung, eine private Einrichtung geben. Vor denen habe ich größten Respekt. Aber das ist die intimste Entscheidung einer Familie, wie sie ihre Kinder großzieht. Das geht den Staat grundsätzlich mal nichts an. Und er hat es auch nicht in Form von Prämien zu bewerten. Sondern was wir tun als Staat, ist für die Familien, die sich eben entscheiden, andere Lebensmodelle zu leben, dass sie die Chance dazu haben und dass das, was wir als Staat den Eltern bieten können, eine gute Qualität hat, dass es sich nach den Bedürfnissen dieser Familien richtet und dass wir uns guten Gewissens hier auch im Hessischen Landtag sagen können, wir haben ein Angebot vor Ort vorgehalten, das diesen Familien nutzt und das den Kindern gerecht wird. Das ist unser Auftrag. Und darum, liebe Kollegen, bitte haltet euch raus aus den Familien und zeigt nicht mit den Fingern auf Frauen und Männer, die es schwer genug haben, heute in dem Alltag ihre Familien entsprechend zu gestalten, ihre Kinder großzuziehen und das alles noch zu bezahlen, sondern lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass die Kindertageseinrichtungen in Hessen Bildungseinrichtungen werden oder noch bessere Bildungseinrichtungen werden, wie sie vielleicht jetzt schon sind. Lasst uns an den Qualitätsstandards arbeiten, lasst uns daran arbeiten, dass Familien ihre Modelle leben können, ohne dass der Staat eine Bewertung ausspricht. Dafür treten wir ein. Darum werden wir den Antrag der SPD unterstützen, ohne Wenn und Aber, und hoffen auch, dass diese Politik sich dann auch hier in Hessen durchsetzt. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Frau Abg. Wiesmann für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Lassen Sie mich mit den Aspekten beginnen, die für meine Fraktion in der aktuellen Situation wirklich relevant sind. Erstens. Was ist entschieden worden? Karlsruhe hat nicht über den Inhalt oder die Ziele des Betreuungsgelds entschieden, sondern lediglich über die Frage der Zuständigkeit. Es hat somit eine juristische Einschätzung der damaligen Bundesregierung korrigiert. Und es ist an der Politik, dies jetzt, was dort unternommen worden ist, zu korrigieren, am besten durch eine klügere Maßnahme zum selben Ziel. Zweitens. Was war das Ziel? Für die CDU ging und geht es um ein doppeltes Ziel. Um die freie Entscheidung der Erwachsenen, die als Familie mit kleinen Kindern leben, und um das Wohl dieser Kinder, die für eigene Entscheidungen noch zu klein sind. Wir wollen, dass Familien über ihr Lebensmodell tatsächlich selbst entscheiden können. Denn sie wissen sehr genau, was gut für sie und ihre Kinder ist. Dazu war es nötig, jawohl, eine flächendeckende Infrastruktur zur Kinderbetreuung auf- und auszubauen, wie es hier in Hessen beispielhaft geschehen ist. Die Rechtsansprüche auf Kinderbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr werden erfüllt, und das in hoher und zunehmend höherer Qualität. Dazu war und ist es aber nicht nötig, mit einer einseitigen Förderung nur dieses Lebensmodells und dazu einer penetranten gesellschaftlichen Begleitmusik Eltern faktisch zu bevormunden und sie in eine Richtung zu drängen. Das Betreuungsgeld war ein bescheidener Ansatz, Familien für ihr Engagement zugunsten der ihnen Anvertrauten zu honorieren und ihren Entscheidungsspielraum materiell ein wenig zu vergrößern. Mehr war er nicht, mehr war es nicht, denn elterliches Engagement ist am Ende auch nicht bezahlbar. Es kann aber, und ja, es muss anerkannt werden. Und dazu war das Betreuungsgeld ein spürbarer Beitrag. Wie geht es weiter? In der jetzt entstandenen Situation erwarten wir von der Bundesfamilienministerin zuallererst, dass sie den aktuellen Beziehern des Betreuungsgelds Vertrauensschutz gewährt. Alle Familien, denen das Betreuungsgeld bewilligt worden ist und die sich bis hin zu getroffenen Erwerbsarrangements auf diese finanzielle Unterstützung eingestellt haben, sollen diese auch erhalten. Des Weiteren erwarten wir, dass die Ministerin die für das Betreuungsgeld aufgewendeten und auch für künftige Haushalte eingeplanten Mittel vollumfänglich für den Bereich Familienpolitik erhält und dass die frei werdenden Mittel ohne Abstriche in den Bereich Familie und Kinderbetreuung weitergegeben werden. Als CDU-Fraktion werden wir uns dafür einsetzen, dass sie im Sinne des beschriebenen Ziels mehr Freiraum für Familien verwendet werden. Das ist sowohl über die Landesebene möglich als auch durch eine gescheite familienpolitische Ersatzmaßnahme im Bund. Eine sehr diskussionswürdige Option ist das Elterngeld II, das die CDU-Fraktion dieses Landtags bereits vor oder des vorigen Landtags, muss ich sagen, bereits vor Einführung des Betreuungsgelds vorgelegt hat. Mütter oder Väter, die sich auch nach dem ersten Lebensjahr ihres Kindes verstärkt den Erziehungsaufgaben widmen wollen, sollen entweder ein Jahr lang den Elterngeld-Sockelbetrag von 300 € erhalten oder für zwei Jahre die Hälfte davon. Einzige Voraussetzung, dass sie ihre Erwerbstätigkeit in dieser Zeit ein Stück weit beschränken. Wir freuen uns auf diese Diskussion, denn Familien und ihre Bedürfnisse können nicht oft genug im Zentrum des Nachdenkens und der politischen Diskussion stehen. Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal in der letzten Minute auf die schrägen Behauptungen zahlreicher Kommentatoren eingehen. Als CDU-Fraktion wenden wir uns gegen die einfachen Wahrheiten der Volkserzieher und Volkswirte, wie es einmal sehr gut zugespitzt worden ist und von denen wir gerade wieder einige gehört haben. Familiäre Erziehung und Bildung gerade in den frühen Jahren ist nicht hoch genug einzuschätzen, in ihren individuellen wie in ihren gesellschaftlichen Wirkungen. Es kann daher immer nur um eine kluge und stets neu auszuwiegende Ergänzung durch außerfamiliäre Angebote gehen, in Kita, Tagespflege, Kindergarten, über die Eltern nach den Bedürfnissen der Familie und besonders der Kinder entscheiden sollen. Und das gilt sogar dort, wo man zu Hause nicht Deutsch spricht. Bindung nämlich geht Bildung voraus. Das haben wir übrigens in der Enquetekommission, Herr Merz, noch einmal sehr eindrücklich unterstrichen bekommen. Sicher gebundene Kinder entfalten zuverlässiger ihre Potenziale als solche,
denen die familiären Bezugspersonen zu früh genommen werden. Und sie haben der Gesellschaft dann umso mehr zurückzugeben. Last but not least, Kinder wie die Familien, in denen sie leben, sind verschieden. Jedes und jede Einzelne hat eigene Bedürfnisse und Wünsche, über die wir nicht befinden wollen. Deshalb brauchen wir ein breites Spektrum, letzter Satz, von Optionen, in dem Familien entscheiden können, ob und wie sie Erwerbs- und Familienarbeit unter einen Hut bringen. Es bleibt dabei, Familien brauchen Freiheit. Ein Elterngeld II wäre eine Möglichkeit, einen vernünftigen Schritt auf diesem Weg zu tun. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Bocklet, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir GRÜNE haben hier im Landtag, oder wir alle haben gemeinsam hier diskutiert vor 3 Jahren über die Einführung des Betreuungsgeldes auf Bundesebene. Meine Fraktion hat damals klar und unmissverständlich geäußert, dass sie die Einführung des Betreuungsgeldes für falsch hält. Es waren dort im Wesentlichen mehrere Argumente, aber die 2 wichtigsten möchte ich noch einmal aufgreifen. Es werden 1 Milliarde, wurde damals sogar von 2 Milliarden spekuliert. Jetzt hat sich herausgestellt, dass es etwa 1 Milliarde Kosten, die dafür entstanden sind. Wir haben das für eine falsche finanzpolitische Prioritätensetzung gehalten, angesichts der Herausforderungen, quantitativ und qualitativ gute Kinderbetreuung zu sichern. Und deswegen haben wir gesagt, dieses Geld ist woanders besser angelegt. Zweitens haben wir gesagt, natürlich wollen auch wir den Menschen, die zu Hause ihre Kinder betreuen, eine Anerkennung zukommen lassen. Wie anders wäre sonst die Zustimmung der GRÜNEN erklärbar zum Elterngeld, wo Menschen die ersten 14 Monate des Lebens ihres Kindes zu Hause betreuen und dafür eine Lohnersatzleistung bekommen. Daran kann man erkennen, dass auch wir GRÜNE ein positives Verhältnis schon immer hatten, dafür Anerkennung auch für die Betreuung zu Hause zu leisten. Unsere Kritik war am Betreuungsgeld allerdings die, dass es ein Jungtim gab, nämlich dass man sein Kind gleichzeitig nicht in einer öffentlichen Kindereinrichtung betreuen darf. Das haben wir für eine Bedingung für falsch gehalten, weil sie nämlich dazu führt, Anreize zu schaffen, die Kinder fernzuhalten von frühkindlicher Bildung. Aus diesen beiden Gründen haben wir damals es für falsch gehalten, und diese Position teilen wir auch noch heute. Aber was ist jetzt entschieden worden, meine sehr verehrten Damen und Herren? Entschieden worden ist, dass das Bundesverfassungsgericht das Betreuungsgeld aus formalen Gründen gekippt hat. Wo befinden wir uns jetzt in der Entscheidungsfindung? Die Bundesregierung und die Koalition in Berlin haben sich vereinbart, erst August, aber jetzt heißt es Anfang September, darüber zu diskutieren, was mit diesem Geld passiert. So. Also alles, was wir jetzt hier zu dieser Stunde tun, kommt einer Geisterdebatte gleich, einer blanken Spekulation. Wir hängen hier in Hessen davon ab, kommen diese Mittel, wie kommen diese Mittel, mit welchen Vorgaben kommen diese Mittel. Heute darüber ernsthaft und seriös zu diskutieren, ist völlig überflüssig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und um jetzt die Sorge, der Sozialdemokratie aufzugreifen und den Geist ihres Antrags: Wann kommen wir denn in Hessen, versuchen Sie mir noch einmal gedanklich zu folgen, wann kommen wir denn in Hessen in die Situation, darüber nachzudenken, was wir mit diesem Geld machen? Dann, wenn die Bundesregierung geführt von dem zuständigen Herr Kollege Abrüsten, wenn die zuständige Ministerin Schwesig beispielsweise ihr Einverständnis geben würde, dass die Länder das Betreuungsgeld mit Bundesmitteln fortführen würden. In dieser Situation kämen wir in Hessen überhaupt erst in die Situation. Glauben Sie von der SPD daran, dass Frau Schwesig allen Ernstes umfällt? Sind Sie so kleinmütig? Glauben Sie nicht einmal an das, was Ihre eigene SPD auf Bundesebene so bekämpft? Die SPD auf Bundesebene will kein Betreuungsgeld. Warum sollte sie die Mittel dafür den Ländern freigeben? Wo ist ihr eigentliches Selbstbewusstsein? Wir haben dieses Problem mit Ihrer Ministerin nicht. Wir glauben, wir führen da eine Geisterdebatte. Deswegen. Noch einmal. Wir können in Hessen nur beispielsweise über die 100 Millionen € reden und über die Verwendung dieser 100 Millionen €, wenn wir diese Gelder freigegeben bekommen. Zweitens, wir können nur darüber überhaupt spekulieren, über Ihre Sorge, Herr Merz. Wir können nur über Ihre Sorge spekulieren, wenn Frau Schwesig zustimmt
und die SPD auf Bundesebene zustimmen, dass wir das etwa für die Fortführung eines Betreuungsgeldes auf Landesebene machen. Glauben Sie wirklich, die SPD auf Bundesebene tut das? Wir glauben das nicht. Die SPD ist noch nie umgefallen auf Bundesebene. Das kann doch gar nicht passieren, oder? Also, da wir davon ausgehen, dass die Bundesregierung und die SPD fest im Wort steht auf Bundesebene, wird diese Frage sich im September in Hessen nicht stellen. So einfach kann die Welt sein. Und wenn sie sich anders stellt, wie ist die Welt so, dass wir Grüne und ich bin mir sicher, die CDU, wie immer sind wir kampferprobt. Wir stellen uns immer neuen Herausforderungen. Ob Flüchtlinge oder Betreuungsgeld, uns kann nichts erschüttern. Wir werden sehr dafür. Danke. Das Wort hat Herr Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Landesregierung respektiert die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Im Gegensatz zu manchen anderen in diesem Haus ist das schon eine Aussage. Das Zweite ist, ja, wir müssen natürlich in diesem Kontext uns überlegen, welche Konsequenzen aus dieser Entscheidung kommen. Ich finde es ganz erstaunlich, dass eine Partei, die auf Bundesebene das Gesetz mitbeschlossen hat, im Hessischen Landtag begrüßt, dass dieses Gesetz gekippt worden ist. Denn es ist ein Bundesgesetz, und es ist in einer großen Koalition im Deutschen Bundestag beschlossen worden. Die Administration dieses Gesetzes erfolgt durch das Bundesfamilienministerium, durch Frau Schwesig, die der SPD angehört. Insofern ist es schon ganz erstaunlich, und ich finde, das ist schon auch ein Zeichen für Solidarität innerparteilich, ob man im Ringen um Kompromisse, die in Koalitionen immer wieder getroffen werden, am Ende den Versuch unternimmt, über eine gerichtliche Entscheidung einen politischen Profit zu suchen. Mein Problem an der jetzigen Debatte ist, dass ich es schlicht und einfach den Antragstellern der SPD nicht abnehme, dass es ihnen um Qualität in der Kinderbetreuung geht, sondern dass ich eindeutig den Eindruck habe, dass hier ausdrücklich der Versuch unternommen wird, einen Keil zwischen die Koalition in Hessen zu treiben. Das liegt natürlich der Opposition fern, das weiß ich. Deswegen versucht man es natürlich mit Argumenten zu untermalen. Aber diese Argumente sind natürlich wenig stichhaltig. Und darauf will ich in wenigen Sätzen eingehen. Das Erste ist, was sagen wir den 60.000 hessischen Familien, die Betreuungsgeld beantragt haben? Was sagen wir den vielen Tausend Antragstellern, die momentan in einer Ungewissheit sind, was mit ihrem Antrag geschieht, weil sie letztendlich natürlich für ihre Familien und ihre Lebensplanung so etwas mit ins Kalkül gezogen haben? Das ist aus der Sicht von Familien doch vollkommen in Ordnung. Selbstverständlich wird die Frage gestellt, wie kann ich den Lebensalltag innerhalb einer Familie gestalten? Welche Möglichkeiten habe ich? Und es bleibt dabei, die Erziehung von Kindern zu Hause ist ein Wert an sich. Und wer ausschließlich daran denkt, öffentliche Mittel in Einrichtungen, egal in welcher Trägerschaft sie sich befinden, zu geben, wer einseitig die Stärkung von institutioneller Erziehung stärkt und versucht zu unterstützen, der muss sich auf der anderen Seite die Frage gefallen lassen, was er zur Stärkung der familiären Erziehung beiträgt. Und nur zwei Seiten dieser Medaillen sind dann an dieser Stelle vernünftig. Und es macht keinen Sinn, ausschließlich in die Fragestellung der Qualität
oder möglichen Qualitätsverbesserung von institutioneller Erziehung zu investieren und diese zu fordern und nicht gleichzeitig zu sagen, wie ich die familiäre Erziehung unterstützen und stärken will. Und darauf ist es, worauf wir ausgehen. Und deswegen werden wir diese Diskussion sehr gelassen angehen. Wir werden sie insofern gelassen angehen, dass wir mit allem Nachdruck auf der Bundesebene dafür Sorge tragen, dass die frei werdenden Mittel und bisher den Ländern zugeflossenen Mittel auch in Zukunft den Ländern zustehen. Und wenn wir wissen, in welchem Volumen und in welcher Art dieses möglich ist, werden Sie hier mit Vorschlägen konfrontiert werden, die konsensual in der Koalition und in der Landesregierung vereinbart werden, wie wir in Hessen Familien stützen und unterstützen, und zwar sowohl in der Frage der Erziehung von Kindern in Kinderbetreuungseinrichtungen wie auch zu Hause. Weil letztendlich ist die Erziehung der Kinder das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft aufbaut. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Gehe ich davon aus, dass alle Dringlichkeitsanträge entschieden werden oder überwiesen werden? Alle drei? Dann stelle ich fest, dass wir alle drei Anträge in den Sozialpolitischen Ausschuss überweisen. Alle entscheiden. Dann frage ich Sie, wer stimmt dem Tagesordnungspunkt 85, dem Dringlichkeitsantrag der Fraktion der SPD zu diesem Thema zu? Dann bitte ich das Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann ist der Antrag abgelehnt. Bei Zustimmung der Fraktion von SPD, FDP und DIE LINKE, bei Ablehnung durch die Fraktion von CDU und DIE GRÜNEN. 91, Dringlichkeitsantrag der Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt ihm zu? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann stelle ich fest, bei Zustimmung von SPD und LINKE, bei Enthaltung der FDP und Ablehnung durch CDU und die GRÜNEN ist abgelehnt worden. Ich rufe auf den 92, den Dringlichkeitsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu diesem Thema. Dann bitte ich um das Handzeichen, wer zustimmt. Dankeschön. Wer ist dagegen? Enthaltungen? Niemand. Dann ist dieser Antrag angenommen bei Zustimmung der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und bei Ablehnung der übrigen Fraktionen.